Hallo liebe Tierfans und herzlich willkommen zu einem neuen Video von I Love My Pets. Heute gibt es das Tauschpaket, was ich mit Nagerfinger-Tipps gemacht habe. Das habe ich nämlich auf ihrem Kanal gewonnen. Wenn ihr ihren Kanal noch nicht kennt, schaut doch einfach mal vorbei. Den Kanalnamen kann ich euch nochmal hier einblenden. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass es Teil 1 und Teil 2 von diesem Tauschpaket geben wird, weil ich mit meinem Handy nicht ganz so lange filmen kann. Und dann fangen wir einfach mal an. Als erstes ist das dieser Brief. Ich weiß nicht, ob ich den vorlesen kann. Ich denke mal schon, hier steht drauf öffentlich. Dann schauen wir doch einfach mal da rein. Und hier ist dann auch schon der Brief. Sie hat noch ganz viel dazu gezeichnet. Dankeschön für diesen tollen Brief. Ich finde den wirklich total süß. Dann lese ich das einfach mal vor. Also, hi, I love my pets. Du bist die glückliche Gewinnerin des Tauschpaketes. Ich wünsche dir viel Spaß mit den Sachen. Sorry für diese Schrift. Ich finde deine Schrift echt schön, also. Aber mein... Okay, ich kann dieses eine Wort gerade nicht lesen. Ist schuld. Ich und einpacken. Ich wünsche dir und deinen Pets viel Spaß mit den Sachen. Viel Spaß beim Auspacken wünscht dir Bonbon und ich. Dankeschön schon mal. Den Brief werde ich auf jeden Fall irgendwo aufhängen. Ich muss mal schauen. Da finde ich bestimmt einen schönen Platz für. Und dann fangen wir einfach mal mit dem Paket an. Das habe ich hier schon mal direkt erkannt, was das ist. Das ist nämlich so eine Kokosnuss. Dankeschön, auf jeden Fall, die ist wirklich super süß. Muss ich mal schauen, wo ich die aufhänge. Dankeschön, es ist wirklich super niedlich. Und dann machen wir einfach schon mal das erste kleine Päckchen auf. Das ist nämlich das hier. Und da hat sie auch noch was drauf gezeichnet, wie ihr hier sehen könnt. Das werde ich jetzt auch einmal aufmachen. Ich habe es jetzt schon mal ausgepackt. Das sind nämlich diese Blütenherzen. Ich finde, die sieht so ein bisschen aus wie die Knabberstangen von JR Farm. Das ist von Rossmann, die kenne ich noch gar nicht. Ich muss sagen, ich war, glaube ich, noch nie bei Rossmann einkaufen. Da muss ich auch unbedingt mal schauen. Sieht auf jeden Fall jetzt gut aus, also dass kein Honig drin ist. Das kann ich mir gleich nochmal angucken. Dankeschön, da werden meine Wusels sich bestimmt drüber freuen. Das war jetzt schon mal der erste Teil des Videos. Schaut doch einfach auch mal bei Teil 2 vorbei. Da könnt ihr dann am Schluss auch nochmal alle Sachen sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video von I Love My Pets.